Guten Tag zurück zu Cry of Fear. Oh ja, ich freue mich so, dass wir jetzt weiterspielen können. Und habe auch nicht ein bisschen Angst. Nein, also das Spiel ist abgekackt beim letzten Mal und wir sind hier, wo wir diese komische Tunte besiegt haben. Hoch, ach ja, hier das Seil aufnehmen. Hier waren wir schon, das weiß ich, wir gehen gleich nach oben. Und hier war der letzte Save Point. So, in here, ja, der ist ja hier, glaube ich, versüfft. Hier haben wir ihn, der ist nicht mehr ganz frisch. Ja, hat sich wohl selbst umgebracht oder so. Und jetzt benutzen wir das Seil. Wo konnten wir es benutzen? Ich glaube hier irgendwie. Nee. Hier? Ah, warte, stimmt. Wir müssen es ja so benutzen. Und ich habe jetzt das hier in Dual ausgewählt. Wie ihr seht, Messer und hier die Taschenlampe, beziehungsweise das Handy. Welches dir als Taschenlampe dient. Und das wollen wir usen. Und wir gehen runter. So, ich glaube, hier wurden wir nochmal irgendwie angegriffen. Buhalalala! Hallo! Oma, wie geht's? Machst du mir irgendwas Leckeres hier? Ja, stirb! Du hässliche Tunte! Boah, ich bin gleich down! Stirb doch! Oh mein Gott! Na gut, auf jeden Fall sollten wir nicht das wirklich so dual ausbilden, tun, weil... Wenn man so schlägt, ist das schwächer, habe ich herausgefunden. Das heißt, wir müssen tatsächlich so machen. Das ist besser. Damit kann man schneller schlagen. Und das hier zieht gleich viel ab. Allerdings ist das viel zu langsam, wie man sieht. Und deswegen ist das nicht unbedingt gut. Es sei denn, man ist natürlich an einer sehr, sehr dunklen Stelle. Dann gebe ich zu, dann muss man es wirklich machen. Und wir haben keine Spritze. Doch, hier. Equip. Und rein mit der Soße. Mmm, lecker. Wir haben keine Spritze mehr. Hier haben wir die Waffe. Haben wir hierfür noch Ammo? Ja, ein paar Schüsslein haben wir davon noch. Davon noch? Oh, sehr schön. Hier können wir auf jeden Fall, wenn das klappt. Nö, geht nicht. Schade. Das ist so mit der Lampe irgendwie ausrüsten. Jetzt gehen wir weiter. Ich weiß gar nicht, wo ich genau... Ach, hier hatte ich, glaube ich, gestoppt. Und hier ist er dann kurz danach abgekriegt. Oh. Was war das für eine Begrüßung hier? Ey. Nee, ich wollte da nicht durchgehen. Boah, was war das für eine Begrüßung? Ich habe ja gar nichts gesehen und ich schrie gleich. Kann ich das... Warum kann ich das... Ah, doch, hier. Müsste doch gehen, oder? Nein, das geht nicht. Dual Weed und... Ja, es geht doch! Gut, jetzt fühle ich mich etwas sicherer. Aber immer noch nicht ganz sicher. So... Three little kitties playing in the park. Stay the first kitty. Let's go home before. Das haben wir schon mal vorgelesen. Hä? Okay, das haben wir also schon mal... Ach, wir sind jetzt irgendwie wieder in zwei. Nee, in drei sind wir wieder. Was können wir denn hier genau machen? Wir sind jetzt vom Zimmer runtergekommen. Aber was? Nee, wir waren vorher in zwei. Oh, wir gehen da jetzt rein, Alter. Halt euch die Ohren zu oder so. Oh, scheiße. Hier waren wir schon mal drin irgendwie. Ah, wir safen. Machen wir mal auf diesen hier. Ah! Uah, du hässliche Bitch, Alter! Ey! Du bist so krank! Oh, Alter, man sieht voll, wie mich das Spiel gefesselt hat. Das ist wirklich heftig. Lass es trotzdem so. Wow. Alter. Junge. Wo bin ich hier eigentlich? Ich bin auch hier wieder am Anfang irgendwie. Ja, ich bin hier wieder im Treppenhaus. Was bringt uns das? Das verstehe ich gerade nicht. Oh, Alter. Ich habe ein sehr, sehr ungutes Gefühl jetzt gerade. Oh Mann, ey. Wir sind zurückgegangen und dann kam wieder so eine Oma. Boah, die hat mich so erschreckt. Kann man eigentlich nur drüber lachen, dass man da immer wieder so rumschreit. Ja, so lustig ist es auch nicht. Wir haben ja hier... The tag says basement. So einen komischen Schlüssel noch. Können wir das oben vielleicht einsetzen jetzt? Alter, habe ich mich erschreckt. Vielleicht hier irgendwie? Nee. Warte, da stand irgendwo. Glock 19... Ah, nee. Ich war gerade auf der Pistole. Das war das... Problemo. So, use. Auch nicht. Ah, ich weiß es gar nicht mehr.
Ich gehe nochmal zurück kurz. Ich weiß auch gar nicht mehr, was wir genau im letzten Part gemacht haben. Ist ein bisschen her. Spring da jetzt rauf, Junge. Hier war diese dumme Oma. Vielleicht haben wir hier irgendwas übersehen. Ah! Gott, wo kommst du denn her, Alter? Alter, wo kommt ihr her? Oh. Alter. Boah. Hilfe. 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 Speichern. 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 Oh, mein Herz pocht gerade so. Alter, wo kommt die denn her? Alter. Hier sind jetzt auf einmal Monster, aber was hat das jetzt gebracht, dass ich die hier umgebracht habe? Ich weiß es nicht, verdammte Kacke. Oh. Ist das eine gruselige Atmosphäre? Muss ich jetzt hier irgendwie wieder rein? Oh Gott. Oh! Nein! Warte einen Moment. Hallo? Nein! 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 Was ist los? Ich kann nichts mehr bewegen gerade. Oh Gott, was war hier los? Huch, huch, huch. Frap funktioniert nicht mehr. Geil. Geil, 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 geil. Das war jetzt ein ironisches Geil. So, ich muss jetzt erstmal hier alles wieder 6 Minuten. Wie ihr seht, ist wieder Fraps abgekackt. Warum auch immer. Ich bin vielleicht aus Versehen auf eine Taste gekommen, wo ich mich erschreckt habe. Ich meine, wo ich mich gereckt habe. Und naja, nicht ganz so toll. Auf jeden Fall versuche ich jetzt im nächsten Part ein sehr, sehr langes Folgchen zu machen, sprich so 15 Minuten. Es ist tatsächlich so, dass dieses Spiel wirklich heftig ist. Ich freue mich dann schon auf die nächsten Parte. Freuen, ja. Also, sorry nochmal, dass es, wie gesagt, abgeschmiert ist, aber beim nächsten Mal versuche ich auf jeden Fall eine original lange Folge mal hinzubekommen, die mal etwas länger ist und nicht wieder diese Spielabstürze, die wir die ganze Zeit hatten. Heißt, wir hatten ja schon vorher welche, weißt du. Na egal. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und freut euch auf den nächsten Part. Der wird hoffentlich länger und vielleicht auch wieder gruselig, ich glaub's und befürchte es. Ciao.